spaßeshalber, aber nein, das bringt nichts. Es riecht nach verbranntem Stroh. Oho. Dann müssen wir dann auch wohl was anzünden. Können wir den Bolzen hier einlegen? Nein. Können wir so nicht. Da können wir auch nicht ranzoomen, komischerweise. Hm, ja, dann sollten wir wohl erstmal hier bleiben. Kann man das da oben hinsetzen? Ja. Nein, so zumindest nicht. So auch nicht. Ja, dann haben wir den Turm und wissen nichts damit anzufangen. Nein, blödes Fragezeichen, ich möchte dich nicht. Jetzt manchmal verstehe ich die Fahrten nicht. Da hinten ist noch ein Auge, aber das interessiert uns auch nicht weiter. Wir sind da aus dieser Kiste gestolpert. Mit den Fackeln können wir nichts anstellen, zumindest jetzt noch nicht. Diese komischen... Ach so, das lässt sich verschieben. Doch. Oh, okay. Das war jetzt mehr Zufall. Ein kleiner Spielstein. Ups. Ah, mit der passenden Öffnung. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal hier zum Dach. Und es ist doch nicht die passende Öffnung. Okay, dann eben nicht. Dieser Hebel, das ist jetzt hier alles schon gemacht, ne? Ja, da können wir nichts weiter dran rumwurschteln. Schade. Auf jeden Fall wird sich die Kiste noch aufklappen. Ah ja. Das sind aber überraschende Markierungen. Na, also ohne das Ding sonst haben wir auch schon mal so etwas. Aber naja. Entweder ist es nochmal eine kleine Hilfestellung. Oder was weiß ich? Nein, blödes Fragezeichen. Ich möchte dich nicht. Hier fehlt eine Ecke. Da hat man den Turm rausgenommen, ne? Ja. Nee, da hat man... Doch. War das der Turm, den wir rausgenommen haben? Ja, das war der Turm, den wir rausgenommen haben. Können wir das miteinander verbinden irgendwie? Nein, das lässt sich nicht zusammenziehen. Da oben ist Licht. Das ist schön ein Spielstein. Moment. Nee, das wäre... komisch. Da braucht man nämlich eher einen Schlüssel. Hier eine Seite. Ah. Ja, natürlich braucht man auch eine Schnur für den... Nicht den Bogen, die Armbrust. Die können wir auch gleich mal anbringen. Dann haben wir sie weg. Dann haben wir nicht so schweres Gepäck. Achso. Ja, natürlich. Wenn die Schnur dran... Nein! Dran angebracht wird... Dann klappt sich da was auf. Was? Ich habe bereits einen Armbrustbolzen. Das ist ja wunderbar. Jaha. Ich weiß doch. Naja, können wir die... Schnur spannen. Ach, jetzt müssen wir auch noch selber ziehen. Das ist ja... verrückt. Verrückt ist das doch. Und bis hier hin... Hey, die Steuerung ist voll für den Eimer. Das ist so invertiert. Ja, aber ich möchte erstmal... Ja. Jetzt. Möchte ich gerne wieder dahin. Danke. Ich meine, es war jetzt das Naheliegendste. Wenn man ein Auge sieht und eine Armbrust hat, was macht man da als erstes, ne? Also... Interessant. Ich, ja... bin auch ein bisschen überrascht, dass das geklappt hat. Oh! Ich sehe ein einstmals mächtiges Volk, verdorben von heidnischen Eindringlingen und ihren Seuchen. Was? Sie erbitten den Willen der Götter von ihrer Priesterin, doch der... Jaguar und die das Vieh der Schlange sprechen nicht mehr mit mir. Mhm. Der Kristall unserer Urmütter wird ungerufen. Ich möchte mit ihnen sprechen.
Ja. Sagte ich nicht, dass es das Lesen dann einfacher wird. Was haben wir da? Ein wunderbares Rätsel. Sieht so aus, als würde ein Teil fehlen. Ein Spielstein vielleicht? Ah ja. Oh. Wen muss ich da jetzt wohin bringen? Ich verstehe Spiel nicht. Das war jetzt ja weitestgehend dumm. Läuft er immer dieselbe Spur ab? Nein, das tut er nicht. Hä? Nein, ich wollte anders lang. Warum darf ich nicht da lang laufen, wo ich das will? Ich wollte auf das andere Feld. Durchklicken vielleicht? Nein, ich muss den immer so komisch ziehen. So. Wenn ich den jetzt hier hinsetze. Und hier hinsetze. Ah ja. Vielleicht so. Bin ich ihm zumindest einen Stein voraus? Das. Nein, nach da bitte. Ach so, nee, dann kriegt er mich wieder. Aber wenn ich ihm das Angebot gebe, was macht er dann? Nee, dann macht er nichts. Ja, okay, das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. Ah. Ja gut, jetzt bin ich ihm einen Stein voraus. Das reicht mir ja eigentlich. Dann kann ich dann da hinkommen. Ne? Ja, sehr gut. Schön. Jetzt wollte ich gerade ungemerkt was trinken. Das hat nicht funktioniert. Ein Schlüssel mit einem Teilzahnrad dran. Das ist super. Da wissen wir doch, wo wir da hin müssen mit. Aha. Hier fehlt wohl ein Teil. Das überrascht mich sehr. Dass ausnahmsweise mal ein Teil fehlt. Und der Spiegel ist kaputt. Ja gut, dann nicht. Wo gehen wir hin? Natürlich zur Kiste, wo der Zahnrad vor allem fehlt. Oh, ja, ich habe in die andere Richtung gedreht, aber das ist dem Spiel egal. Auf. Ja. Ein großer Steinblock. Wunderbar. Was sind das in der Kiste? Befinden sich seltsame Metallfassungen. Ja, okay. Seltsame Metallfassung. Manchmal sind die Beschreibungen echt selten dämlich. Tut mir ja leid, aber die sind so unnütz. Ja. Ganz nach oben natürlich. Komm mal erstmal zu Besuch, machen wir erstmal was kaputt. Warum auch nicht? Nachdem wir schon Leuten ins Auge geschossen haben, können wir hier auch die Steinplatte kaputt machen. Ich meine, kriegt das ist das auch nicht mehr schlimm. Und als Entschädigung können wir ja dann den Spiegel wieder ganz machen. Ha! Ja. Von mir aus. Oh. Ach, das lässt sich umdrehen. Ja. Nee. Aber hier vielleicht? Nein, da auch nicht. Das ist die Kiste doch wohl mit dem Türmchen. Ne, mit einer Art Türmchen drauf, okay. Na.
Wobei, das ist nicht wirklich die Kiste. Da fehlt noch so ein rotes irgendwas da drauf. An der Seite zumindest. Okay. Hat man hier noch irgendwelche Hinweise, was die Zeichen... Ja, ich mag dich nicht, Fragezeichen. Was die Zeichen angeht. Außer die nicht wirklich was. Da hinten haben wir die komischen X'e. Aber ich habe noch kein Spielfeld gefunden. Moment. 1, 2, 3, 4. Das hat nur 3. Ne, das ist 3x3, ja. Nicht 3x3, aber ist nur 3 breit. Achso, das war diese komische Rolle. Der Text. Sollen wir hier irgendwas noch richtig schieben? Ich glaube nicht. Und das verändert ja auch nichts, diese Dinger da oben. Ja. Nö, das verändert nicht wirklich was. Aber gut, dann haben wir das erstmal. Und gucken uns nochmal ein bisschen um. Hier oben haben wir Lampen. Also natürlich Licht. Was zittert denn da so rum? Ja, genau, das war das mit dem Stroh. Da kommen wir aber nicht hin. Oh! Wir dürfen nochmal schießen? Nur wohin? Ist die Frage. Nee. Weiter geht's nicht als das. Hier sehen wir auch nichts anderes. Nicht wirklich zumindest. Da haben wir nur wieder das Auge als Ziel eigentlich. Ja, und warum nicht? Wir können ja mal reinschießen wieder. Das hat ja beim letzten Mal schon gut funktioniert. Oh. Ja, ein Bolzen. Dann muss ich nochmal zielen hier. Ja, bitte. Danke. Dann müssen wir ein bisschen höher. Das hat diesmal nichts gebracht. Schade. Wenn wir da einfach mal aufs Feuer schießen, können wir mal gleich mal probieren. Zum Glück haben wir unendlich viele Bolzen, so wie es scheint. Ja, kannst du ja mal probieren. Diese Wurzeln sind auch eher unwichtig, ne? Moment. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das hier auch richtig sehe. Das könnte ja das Spielfeld sein, was wir an der Seite gefunden haben. Und ein Treffer war ja hier irgendwie in die Mitte so. Aber da fehlt mir ein bisschen so der Indikator dafür, dass wir da wirklich hintreffen sollen. Okay. Die Kiste hat diese komischen Metallfassungen. Das hat das komische Feuerding. Da hinten zum Auge kommen wir nicht. Hier kommen wir auch nicht hin. Da unten kommen wir auch nirgendwo hin. Und hier kommen wir nur an die Kiste. Also ich habe ja da ungefähr in die Mitte geschossen. Achso. 3x4? Hä? Moment. Was habe ich denn dann eben erzählt? Da haben wir doch... Oh, jetzt geh doch mal hin. Ich möchte wieder zur Kiste. Darf ich das nicht? Nö, die Kiste ist tot. Die ist fertig. Okay. 3x4. Da hinten geht es auch nirgendwo hin. Und man sieht da auch nichts. Ja gut, schieß mal einfach nochmal drauf.
Metallbolzen gefunden. Einlegen, spannen und zielen. Da so schön in die Mitte. Aber das bringt nichts außer einen kleinen Bug, wie es mir da scheint. Interessant. Wo könnten wir denn noch drauf schießen? Die Frage, die man sich so jeden Freitagabend stellt. Wo kann ich denn mal drauf schießen? Es ist nicht mal Freitag, aber egal. Wir haben da die Zeichen. Und so eine komische Reflexion. Ah, Moment mal, wir haben hier die komischen Pfeile, aber die sind scheinbar nur Deko. Hm? Ja, ich möchte bitte wieder hin. Ja, nee, das ist nur komische Deko. Oder verändert das hier was? An den Pfeilen. Nee. Da bleibt auch alles gleich. Das bringt... Das war Zufall. Entschuldigung. 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 Das war keine Absicht. Oh. Mist. Das war echt nur Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wo es die Symbole hätte geben sollen. Ich wollte schauen, ob es da irgendwelche Fingerabdrücke oder sowas gibt. Mist. Naja, gut, dann müssen wir jetzt damit klarkommen. Und das hätte man sich merken sollen. Das, das und... Hier fehlt zweifellos ein Edelstein, ja. Das war's und ich glaube halt sogar der da. Ach Mist, das hätte man sich ja, ja. Das ist derselbe Text. Achso, hier können wir auf jeden Fall hin. Hä? Wessen Fall ist das denn? Ein verzierter alter Dolch. Können wir den in die Armbrust stecken? Das wäre witzig. Komm, auf geht's. Lüpp, ab in die zur Armbrust. Nein. Och Mann. Da hätte man den nochmal ins Auge schießen können. Aber das geht leider nicht. Ein verzierter alter Dolch. Wir haben hier... Was? Was? Vielleicht passt etwas hier drauf. Oh, wow. Die können wir auch nicht verschieben. Nein, da können wir noch nichts verschieben. Ja, vielleicht passt da ja ein Dolch drauf. Nein, tut's nicht. Überraschenderweise. Können wir denn mit der? Nein. Mit der können wir auch nichts machen. Wir haben nur einen wunderbaren Dolch. Und da schweißt jemand im Hintergrund. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Ah. Ja. Ah. Yuppie. Jetzt brauchen wir endlich mal wieder die Brille hier. Autsch. Wir sind jetzt einfach mal geschrumpft und können hier in dieses komische Ding reinschlüpfen. Das ist super. Warum eben auch nicht? Müssen wir noch was außen verstellen, dass wir da was zustande bekommen? Ha! Und weiter geht's in den Kaninchenbau. Aha. Ja. Ich schreib's mir einfach mal auf, warum nicht? So, und dieses X. Das ist ja toll, dass wir das jetzt haben. Achso, und wir sind wieder draußen. Ah, okay.